Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren und zwar geht es heute um dieses schicke Ramolith-Mount und das schimpft sich einmal Schieferstein-Ramolith und dieses Mount bekommen wir über ein Achievement. Das Achievement finden wir unter Quests und dann War Within und hier haben wir den Erfolg Verbündete Völker die Irdenen. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt die folgenden Geschichtsstränge von The War Within ab. Das sind insgesamt 4 Geschichtsstränge. Und wenn wir diese 4 Geschichtsstränge abgeschlossen haben, bekommen wir einmal das Mount. Und wir bekommen als Belohnung Volk der Irdenen freigeschalten. Also quasi das verbündete Volk können wir dann benutzen. Und das werden wir uns nachher, denke ich mal, auch nochmal kurz angucken. Jetzt schauen wir mal, was das für 4 Geschichtsstränge sind und wo die beginnen. Also der allererste Geschichtsstrang ist The War Within. Und das ist einfach unsere Main-Kampagne. Und diese Main-Kampagne, die habt ihr ja einfach in der Hauptstadt, beginnt quasi nachdem ihr die Level-Kampagne durchgespielt habt. Und die ist quasi hier oben an diesem Ausblickspunkt einmal gestartet. Ich denke mal, zu der brauche ich nicht sonderlich viel sagen. Die wird jeder von euch einmal mit seinem Main durchgespielt haben. Die anderen 3 Punkte, die wir hier haben, sind Sidequests. Und die habe ich in der Levelzeit auch schon mitgenommen. Ich zeige euch jetzt aber die Punkte, wo ihr hin müsst. Also, wir haben hier einmal Trauerhöhle. Oder nee, Trauerhöhe, so rum. Das sind insgesamt 17 Quests, wie ihr hier sehen könnt. Und die erste Quest, wo das Ganze losgeht, ist einmal hier in der Insel von Dorn. Und es startet hier auf den Koordinaten 55, 56, Urtago, schimpft sich das. Das ist die Geschichte von diesem Beauftragten, der sich um diese Höhe quasi hier kümmert. Und ist eine ganz, ganz nette Geschichte. Das zweite, was wir haben, sind zerbrochene Werkzeuge. Das ist eine kürzere Angelegenheit, das sind insgesamt 3 Quests und die ist jetzt einmal hier in der schallenden Tiefe und startet quasi in Gundergatz auf den Koordinaten 48, 33. Maschinist Kittrin heißt das. Übrigens, das gibt es auch von Maschinist Kittrin, ne? Also dass man hier den NPC dazu sagen und hier war es welcher NPC? Urtago. Ist der Anfang und auch das Ende, also das ist auch derselbe NPC. Und dann den letzten Strang. Das ist einmal hier Merex und Stahlader. Der ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, muss ich sagen, die Story. Das sind 16 Quests und das startet bei dem Mob Aldra. Und der befindet sich einmal hier in Donegal und zwar hier oben auf den Koordinaten 62, 61. Und die Quest heißt Wie skandalös. Genau. Also müsst ihr diese ganzen Stränge durchspielen. Wie gesagt, die Kampagne ebenso. Und wenn ihr das gemacht habt, dann gibt es das Achievement und dementsprechend auch hier das schicke Mount. Gut, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, loggen wir kurz aus, schauen uns das mit den Irden noch an. Ich habe es noch gar nicht selber angeguckt, also ich habe keine Ahnung, was es da jetzt alles an Optionen gibt. Und die müssten jetzt eigentlich hier mit dabei sein. Also wie ihr seht, die haben wir sowohl bei der Horde als auch bei der Allianz. Ihr könnt es mit beiden quasi einmal spielen. Jetzt nehmen wir einfach mal hier den Worry. Und ihr seht, ja, auch mit einem weiblichen Char könnt ihr einmal die Bärte nehmen. Und natürlich mit dem männlichen auch. Und wir können jetzt hier geschwind mal ein bisschen grob drüber schauen. Ne? Also ich werde jetzt nicht alle Optionen angucken im Einzelnen, aber da gibt es schon einiges, was man hier tatsächlich einstellen kann. Gut, das kennt man von den Zwergen an sich, ne? Die verschiedenen Optionen. Jetzt muss ich mal gucken, ob irgendwas dabei ist, was mich richtig von den Socken haut. Ich muss sagen, die Haaroptionen sind ganz cool. Weil das ja nicht normale Haare sind, sondern das ist alles immer so ein bisschen metallen. Und das sieht schon recht cool aus, muss ich sagen. Mhm, was haben wir hier noch? Wir können hier die Farbe ändern. Da haben wir aber schon ganz schön kräftige auch dabei. Komplett schwarz hat schon auch was. Einen komplett weißen. Ich werde mir auf jeden Fall auch einen Irdenen erstellen. Aber ich muss, glaube ich, mal gucken mit der Rasse. Rasse sage ich, mit der Klasse. Denn ich müsste mir, glaube ich, einen Paladin machen, denn es gibt da auch wieder einen Mount, aber da werde ich dann eventuell auch nochmal ein Mount-Guide-Video zu machen mit dem irdenen Paladin. So viel dazu, jetzt müssen wir mal gucken, was können wir denn hier noch Tolles einstellen. Ach, wir können auch die das sieht ja richtig nice aus, das Lila von den Kristallen ändern. Sowas habe ich nämlich gesucht, ne, ob es dann so Special-Geschichten gibt, die es jetzt bei anderen Rassen, quasi nicht gibt. Das gefällt mir schon sehr. Hier fehlen noch irgendwie die Namensgebung.
Das ist ein bisschen wild. Ach, man kann Kristalle an einzelnen Slots quasi ändern. Seht ihr das? Das ist cool. Da kannst du quasi noch größere oder andere artige Kristalle hinmachen. Die haben zwar jetzt hier keinen Namen, also ich denke mal, das kommt noch. Aber das sieht auf jeden Fall schon sehr nice aus. Seht ihr, wie viele Kristalle man da hinbasteln kann? Das hat schon was. Ja, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ihr könnt ja dann euren Irdenen euch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich muss mir das nur überlegen, wann, auf welchem Server und auf welchem Account ich mir den bastel, wo ich noch Platz habe. Aber das soll es eigentlich jetzt soweit gewesen sein mit dem kleinen Mount Guide bzw. Achievement Guide. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspielen. Einmal dann auch viel Spaß mit eurem Mount und vielleicht auch mit einem neuen Irdenen-Charakter. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.